Ein Blick auf die Wetter-App des Handys reicht. Dann wissen wir sofort, ob wir am Abend einen Regenschirm brauchen oder nicht. Doch woher bekommt das Handy diese Daten? Dafür ist EUMETSAT zuständig, eine Organisation aus 30 europäischen Ländern mit Sitz in Darmstadt. Von hier aus werden 10 Satelliten im Weltall kontrolliert. Hier sieht man ein Modell in Originalgröße. Die Satelliten fliegen in großer Höhe um die Erde, deshalb haben sie einen guten Überblick über das Wetter auf unserem Planeten. Sie sammeln Daten und schicken diese zu EUMETSAT. Diese Daten werden dann von den Wetterdiensten der 30 Mitgliedstaaten genutzt. Sie können damit eine genaue Wetterprognose erstellen. Lothar Schüller ist Physiker und arbeitet seit 2004 für EUMETSAT. Für ihn sind Satelliten für die Wetterbeobachtung absolut notwendig. Mit den Satelliten ist es möglich, einen Haufen Informationen zu sammeln. Daten von den Kameras und auch an den anderen Instrumenten. Und das machen die Satelliten in einer einzigartigen Weise, nämlich umfassend, schnell, verlässlich und auch präzise. Satelliten sind mehrere Meter groß und werden mit Raketen in den Weltraum geschossen. Sie fliegen in einer Höhe von bis zu 36.000 Kilometer über der Erde. Dort sammeln sie Daten und senden diese zu EUMETSAT. Schnelligkeit ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Obwohl die Messungen vom Satelliten viele hundert Kilometer, manchmal 10.000 Kilometer von der Erdoberfläche aufgenommen werden, ist es dennoch wichtig, dass diese Informationen innerhalb von Minuten zur Verfügung stehen. Und das kann bei besonderen Ereignissen wie Unwetter, kann es oftmals Menschenleben retten. Und wenn es darauf ankommt, dass die Daten schnell zur Verfügung stehen. Damit die Wetterdaten auch bei Problemen immer sicher auf der Erde ankommen und es keine Ausfälle gibt, hat EUMETSAT ein kluges System entwickelt. Das führt zum Beispiel dazu, dass für jeden Satellit, der gerade Dienst tut, ein identischer Satellit im Weltraum neben ihm herläuft, damit er innerhalb von Minuten einspringen kann, wenn etwas passiert. Das Klima auf der Erde ändert sich, die Temperaturen steigen an. Dieser Klimawandel ist für das Leben auf der Erde eine große Bedrohung. Viele Landstriche trocknen aus, der Meeresspiegel steigt. EUMETSAT sammelt seit Jahrzehnten Daten über das Klima. Wissenschaftler wie Katja Hungershöfer analysieren diese Informationen. Also der Klimawandel ist ein wichtiges aktuelles Thema. Dabei geht es darum, wie sich das Klima über sehr lange Zeit verändert. EUMETSATs Beitrag dazu ist der sehr große Schatz an Informationen über die Atmosphäre. Unsere Satelliten messen seit mehr als 40 Jahren und diese ganzen Daten sind in einem ganz großen Archiv gespeichert. Das ist sozusagen unsere Schatztruhe. Und aus diesen Daten kann man zum Beispiel dann ableiten, wie sich die Temperatur, die Winde oder der Niederschlag in den letzten 40 Jahren verändert hat. Das sind wichtige Informationen für Wissenschaftler, die nach der Ursache für diese Klimaänderung suchen. Die Ergebnisse werden dann von den Wissenschaftlern auch so aufbereitet, dass sie eben von Entscheidungsträgern, wie zum Beispiel Politikern, genutzt wird, um entsprechende Entscheidungen zu treffen. Satelliten sind teuer. Die Herstellung und der Transport in den Weltall kosten mehr als 100 Millionen Euro. Doch gerade die Wettersatelliten haben einen sehr großen Nutzen. Menschen werden rechtzeitig vor Stürmen und Unwettern, aber auch vor großen Dürrekatastrophen gewarnt. Deshalb ist es wichtig, immer modernere Satelliten zu bauen. Damit wird es künftig möglich sein, das Wetter auch auf lange Zeit vorherzusagen. Konnte man vor einigen Jahren recht zuverlässig das Wetter für die nächsten, sagen wir mal, 5 Tage vorhersagen, so sind wir heute so weit, dass man schon gute Prognosen für die nächsten 10 Tage abliefern kann. Mithilfe der neuen Satelliten erhoffen wir uns eine bessere Vorhersage für die nächsten 15 oder 20 Tage. Modernere Satelliten helfen also noch besser, vor extremen Wetterlagen zu warnen. Sie messen die Klimaveränderungen noch genauer.
Doch auch für das alltägliche Leben bringen sie große Vorteile. Wir können zum Beispiel langfristiger planen, ob wir einen Regenschirm oder Sonnencreme mitnehmen müssen.